Ja, hallo zusammen. Jetzt rechnen wir mal ein Beispiel für ein Doppelintegral, wo der Integrationsbereich kein Rechteck ist. Und zwar nehmen wir da mal das Integral von 0 bis 1, Integral von 0 bis 1 minus x, von x² plus 2y, dy dx. Ja, da haben wir also bei dem inneren Integral an der oberen Integrationsgrenze keine Konstante mehr stehen, sondern eine Funktion von der äußeren Variable, also von x. Das könnte jetzt auch an der unteren Integrationsgrenze des inneren Integrals sein, aber dann wird es ja noch ein bisschen komplizierter, deswegen gucken wir uns jetzt erstmal das nur an. Ja, also, wir müssen jetzt von innen nach außen integrieren, also zeichne ich mal hier eine Klammer rein und dann müssen wir integrieren das x² nach y, das ist x² mal y, und das 2y nach y integriert ist y². Und dann müssen wir für y die Integrationsgrenzen einsetzen, die untere 0, und für y die obere Integrationsgrenze 1 minus x einsetzen und dann anschließend nach x integrieren. Und das ist jetzt hier der eine Punkt, der komplizierter wird, dass wir da jetzt für die Integrationsgrenzen keine Zahlen einsetzen beim inneren Integral, sondern Funktionen von der äußeren Variable. Das ist das, was jetzt ein bisschen schwieriger ist, aber ob ich eine Zahl einsetze oder eine Funktion für das y, so viel komplizierter ist das nun auch nicht. Ja, machen wir das mal. Dann haben wir weiterhin das äußere Integral, was von 0 bis 1 geht. Dann Stammfunktion an der oberen Integrationsgrenze x² mal y, und für y müssen wir jetzt 1 minus x einsetzen, plus y zum Quadrat, also 1 minus x², wenn wir für y 1 minus x einsetzen. Das ist also jetzt die Stammfunktion an der oberen Grenze, minus die Stammfunktion an der unteren Integrationsgrenze x² mal 0, plus 0 zum Quadrat. Ja, und dann anschließend müssen wir nach x integrieren. Und das war jetzt auch schon der einzige Punkt, der komplizierter war. Ab jetzt ist es genauso kompliziert oder einfach, wie das Integrieren von einer Funktion einer Variable halt ist. Wir müssen jetzt nur noch die Klammern da auflösen. Ja, die Stammfunktion an der unteren Integrationsgrenze, da haben wir ja 0 plus 0 stehen, das ist also 0. Dann die erste Klammer mal x², dann haben wir x² mal 1 ist x² mal minus x ist minus x hoch 3. Und bei der zweiten Klammer müssen wir die zweite binomische Formel verwenden. Da haben wir dann 1 minus 2x plus x² da stehen. Ja, und jetzt können wir den Integranten noch ein bisschen vereinfachen. Da steht ja x² plus x², das sind 2x². Also haben wir jetzt zu integrieren von 0 bis 1 die Funktion minus x hoch 3 plus 2x² minus 2x plus 1. Ja, und wenn wir das machen, dann kommt da raus minus x hoch 4 Viertel plus 2 mal x hoch 3 Drittel minus 2 mal x² halbe, also minus x², plus 1 integriert ist x. Und dann die Integrationsgrenzen sind 0 und 1. Also kriegen wir da raus minus 1 Viertel plus 2 Drittel minus 1 plus 1. Minus Stammfunktion an der unteren Grenze, minus 0 plus 0, minus 0 plus 0. Ja, die Stammfunktion an der unteren Grenze ist 0 und dann kriegen wir insgesamt 5 Zwölftel raus. Ja, also diese Rechenschritte, die waren jetzt nicht komplizierter als vorher. Der einzige Unterschied, wo es komplizierter war, oben in der ersten Zeile, wo wir dann für y keine Konstanten, sondern eine Funktion einsetzen mussten. Was wir uns jetzt auch noch überlegen können, ist, wie sieht denn der Integrationsbereich in unserem Beispiel hier aus? Und das können wir uns angucken, indem wir uns das Integral ansehen. Da sehen wir ja, x geht von 0 bis 1, also bezüglich x haben wir konstante Integrationsgrenzen. Wenn ich jetzt mal hier den Definitionsbereich zeichne, haben wir hier die x-Achse, hier die y-Achse, und bei x sollen wir ja von 0 bis 1 integrieren. Das heißt, hier ist x gleich 0 und hier ist x gleich 1. Das heißt, für x integrieren wir in diesem Bereich. Und bei y sollen wir integrieren von 0 bis 1 minus x. Das heißt, nach unten ist das begrenzt durch die 0.
und nach oben durch die Funktion y ist gleich 1 minus x. Das ist die fallende Gerade mit y-Achsenabschnitt 1 und mit Steigung minus 1. Das heißt also, wir haben da diese fallende Gerade hier. Das ist y ist gleich 1 minus x. Ja, und dann ist der Integrationsbereich eben dieses Dreieck. Also dieses Dreieck hier, das in x-Richtung zwischen 0 und 1 liegt und in y-Richtung zwischen 0 und 1 minus x liegt. Über diesen Bereich integrieren wir, und wenn wir jetzt da Funktionswerte haben, die positiv sind oder größer gleich 0 sind, wie das in unserem Beispiel der Fall ist, dann funktioniert da auch wieder die Volumeninterpretation. Das heißt, wir rechnen jetzt das Volumen zwischen diesem Dreieck im Definitionsbereich und dem Graphen der Funktion auf diesem Bereich aus. Also wir haben da so eine Säule, die so eine dreieckige Grundfläche hat und nach oben durch den Graphen der Funktion beschränkt ist. Das Volumen ist dann 5 Zwölftel. Das wäre dann das Ergebnis, was wir hier bei diesem Beispiel rausbekommen. Ja, und dann können wir uns im nächsten Video noch ein paar Beispiele überlegen, wie denn so unterschiedliche Integrationsbereiche aussehen können, wenn das vielleicht ein bisschen komplizierter ist. Hier war es ja so, dass nach unten das y durch 0 begrenzt war. Das muss ja nicht sein, da kann ja auch noch eine Funktion stehen. Und da werden wir uns da mal noch ein paar Integrationsbereiche ansehen. Ja, so viel dazu. Bis bald.